Also Natur ist schon was Geiles. Jo. Ist es. Was haben wir denn da, Herr Müller? German Bratwurst. Ja, ich wäre auch auf Englisch. Hey liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Technikvideo, einem neuen Vorstellungsvideo auf unserem Kanal Möllis Camming Diary. Ja, meine Freunde der VDO-Männer haben mir wieder was Geiles zugeschickt. Ich bin da mega begeistert von dieser ganzen Technik, das wisst ihr ja. Ich habe bekommen die VDO-Mann FlexSpeed 1500 mit einer Nennleistung von 1548 Kilowattstunden und 1500 Watt. Das Ganze ist wieder bestückt mit einer Life44 Batterie, heißt lange Lebensdauer, viele Ladezyklen und ja, was soll ich sagen, ich bin jetzt schon mit den Berichten, die ich vorher gelesen habe, mega begeistert, aber das bin ich ja immer, ihr kennt mich ja. Ja, ich packe das Ding jetzt erstmal zunächst aus, damit wir mal sehen, wie das überhaupt aussieht und was für Zubehör dabei ist. So, dann packt man das Ganze mal aus. Und gucken mal, wie das Ganze aussieht. Ordentlich verpackt, wie es gehört. Ordentlich verpackt. Eine Bedienungsanleitung ist dabei und ey cool, ein paar Aufkleber, wer drauf steht. Wichtig allerdings, wie gesagt, die Bedienungsanleitung. Ist in verschiedenen Sprachen, wie sich das gehört. Englisch, was haben wir hier noch? Deutsch. Espanola, Italiana, alles drin, was man braucht. Jo, das wie gesagt ist dabei, das legen wir mal kurz hier ab. Dann ist dabei ein Kabelset mit den verschiedenen Ladekabeln. Einmal hier für 230 Volt. Dann haben wir hier 12 beziehungsweise 24 Volt für PKW oder LKW. Und dann haben wir hier noch ein paar USB-Adapter für Handyladen oder halt Geräte, die dementsprechend USB-ladefähig sind. Ja, das ist in dem Zubehör mit drin. Dann packen wir das Ganze mal aus. Da ist die Maschine. Ich finde es sehr handlich, muss ich wirklich sagen, auch wenn sie immer noch ihr Gewicht hat, wie das Vorgängermodell, aber es ist wirklich sehr handlich und durch die Tragegriffe, die bei der alten nicht so schön ausgeprägt waren, finde ich, lässt sich das wirklich sehr gut bewegen. Ja, was einem gleich auffällt ist, hier oben ist eine Klappe, darunter befindet sich ein Staufach, wo ihr die mitgelieferten Kabel unterbringen könnt. Dann ist das Ganze sauber aufgeräumt. So, Klappe zu und das Ganze ist ordentlich verstaut und ihr könnt das dann dementsprechend wiederum transportieren.
habe ich euch schon gesagt, das Design, wie gesagt, es gefällt mir wunderbar. Ihr habt hier an der Seite die Belüftung, dann habt ihr hier hinten auf der Rückseite wieder die altbekannte Lampe. Normal, hell, heller, SOS, Flashlight und SOS. So, das habt ihr auf der Rückseite. Hier an der Seite auch noch die Belüftung. Und dann geht's los. Und weil ich ein auswendig Lernmonster bin, nehme ich mir die Bedienungsanleitung dazu und lese das Ganze nämlich mal ab. Und jetzt pass auf, jetzt kommt das. Das Gerät hat ein Nettogewicht von 18,8 Kilo. Also das müsst ihr, wenn ihr es zum Camping mitbenutzt oder mitnehmt, dann müsst ihr das beachten. Also ich habe es zum Beispiel immer im Auto drin stehen. 18,8 Kilo, top. So, die ganze Geschichte hat eine Kapazität von 1548 Kilowattstunden. Das habe ich euch auch schon erzählt. Es ist eine Live Pro 4 drinne. Dann habt ihr insgesamt 3000 Ladezyklen bis 80%. Und was mega geil ist hier bei dem Modell ist, dass der über die 230 Volt Stromanschluss innerhalb von einer Stunde vollgeladen ist. Das finde ich schon mal mega. Zusätzlich könnt ihr das Ganze, wie ich es euch vorhin schon erklärt habe, über Autobatterie laden oder über Solar. Das aber in einem anderen Video. Die habe ich nämlich auch bekommen und die stelle ich euch extra vor. Also, hier habt ihr die Möglichkeit, eure Fremdstartkabel einzustecken und euer Fahrzeug fremd zu starten. Die Kabel habe ich leider nicht da zum zeigen, aber Plus und Minus dürfte bekannt sein. Und hier könnt ihr die Erweiterung anschließen. Nochmal die Erweiterung um 1500 Kilowattstunden, dass ihr im Endeffekt die doppelte Leistung habt. So, dann geht's weiter. Dann habt ihr hier die Eingänge für 230 Volt. Da habt ihr die Eingänge für Solar und hier ist dann noch immer der Eingang für zum Beispiel Autoladekabel 12 Volt. Ne, ist hier vorne auch noch mal drauf beschrieben. Eingänge dementsprechend Solar bis 400 Watt, 12 Volt, 10 Ampere ist das Ganze abgesichert und hier Input bis zu 1500 Watt. So, was ihr jetzt hier im Display wieder seht, die Prozentanzeige, wie voll die Batterie geladen ist. Dann könnt ihr hergehen und könnt hier im Bedienfeld wieder die einzelnen Ausgänge einschalten, separat. Ne? Hier einmal DC für Zigarettenanzünder. Dann könnt ihr dazu, könnt ihr auch wieder ausschalten. Ne? Dann könnt ihr den USB-Port einschalten. Die ganzen Ausgänge mit USB-C und USB-A. Mit USB-A. Hier oben habt ihr dann USB-C und hier ist dann Ausgang 230 Volt. Das Ganze in 3 Mar. Und wenn er dementsprechend dann den Verbraucher einschaltet, ihr hört, jetzt fängt der Lüfter schon mal langsam an zu laufen, dann seht ihr, was er verbraucht. Wir können uns mal einen Spaß machen und tun mal was anschließen. Dann seht ihr hier, wie lange die Kapazität noch reicht und was dementsprechend gezogen wird. So, Freunde, wir machen uns jetzt mal den Spaß und haben unsere Kaffeemaschine angeschlossen. Das Problem ist, dass ich nur nichts sehe von oben. Also wir schließen jetzt das Feld hier an. Ja, 230 Volt. Ihr seht, im Moment ist noch kein Verbrauch da. Und jetzt starten wir mal die Kaffeemaschine. Ihr seht, der Lüfter geht an. Und die Kaffeemaschine zieht dementsprechend 931 Watt und läuft einwandfrei. Wenn wir sie wieder ausschalten, geht es logischerweise wieder auf Null. Na? So, und jetzt machen wir mal den Härtetest. Und zwar haben wir jetzt unsere Heißluftfritteuse. Und unsere Heißluftfritteuse hat 1500 Watt. Und jetzt passt mal auf, was passiert, wenn ich das Ding starte.
Jetzt zieht die sofort hoch auf 1613 Watt, was sie zieht. Und das Ganze geht ohne Probleme. Dass natürlich die Kapazität dann viel schneller nach unten geht, das dürfte klar sein. Ihr seht, wie jetzt die 52% schon. Also ihr seht, wenn er natürlich ein Gerät mit hoher Leistung dran schaltet, dass die Leistung schneller nach unten geht, ist ja vollkommen logisch. Und dass die Batterie weniger hält oder länger hält, weniger lang hält, kann man das so sagen? Ist so. Na, ihr kennt mich. Ja, und aber trotzdem funktioniert es einwandfrei. Ne? Und wir haben das jetzt hier schon im Wintercamping genutzt. Einwandfrei, wartet mal, ich schalte es mal aus. Wo ist da? So, ausgeschaltet, ne? Man muss ja ein bisschen sparsam sein. Wir haben das jetzt echt schon oft genutzt, um Brötchen aufzubacken, 12 Minuten oder 13 Minuten. Akkurat. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze dann ganz normal über Solar aufladen. 230 Volt ist das Ding innerhalb von einer Stunde vollgeladen. Also wie gesagt, top. Ne? VDO-Mann hat er echt was gemacht, weiterentwickelt das Ganze. Und ich kann es immer nur wieder sagen, guckt euch das Ding an, kauft das Ganze, ihr werdet begeistert sein. Und ja, das ist bezahlte Werbung, aber aus Überzeugung. Und ihr wisst, dass ich oder wir generell nur Werbung aus Überzeugung machen. Und deswegen wird es auch noch einen Code dafür geben, damit ihr sparen könnt. Den haben wir ausgehandelt mit VDO-Mann. Und glaubt mir eins, das Ding ist der Hammer. Und ich rede jetzt nicht von der Fritteuse, die auch cool ist, sondern ich rede von dem Teil hier. Ja.